Es ist mir eine Ehre, diese Tiere zu retten. Die Vögel, die ich rette, sind ein bisschen wie die Menschen. Sie sind verletzt und man muss ihnen helfen. Ich heiße George Patrick O'Neill und bin 64 Jahre alt. Ich stamme aus Lancashire, genau genommen aus Burton, und bin vor etwa 20 Jahren nach Hull gezogen. Mir gefällt's hier. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die viele Schwierigkeiten hatte. Ständig gab es Ärger mit Nachbarn, der Polizei, der Schule, einfach jedem. Ich war ungefähr 20. Da lernte ich meinen Freund John kennen, der mir von Christus erzählte. Er sagte, dass Christus für mich gestorben sei. Seit dem Tag war mein altes Leben Vergangenheit. Christus wurde von da an mein Kamerad. Er wurde mein bester Freund und er ist es immer noch. Ich habe ihn oft enttäuscht, aber er hat mich nie enttäuscht. Und ich weiß mit Bestimmtheit, dass er es auch nie wird. Er ist für jeden da, der es will. Als John mir zum ersten Mal von Christus erzählte, stand mir eine 6-monatige Haftstrafe bevor. Er hat mich also gerettet. Ich schloss mit meiner Vergangenheit endgültig ab und ging am nächsten Tag mit John zur Polizei. Die nächsten 6 Monate saß ich in einem Gefängnis in Liverpool und las in der Bibel. John hatte sie mir gegeben und ich werde ihm ewig dankbar sein. Jetzt geben mir die Mitglieder der Kirche Halt. Ich habe mich der Kirche 1985 angeschlossen, nachdem ich mich mit vielen anderen Kirchen befasst hatte. Nach einiger Zeit wurde ich jedoch inaktiv. Nach 10 oder 14 Jahren beschloss ich, wieder aktiv zu werden. Diesmal kam meine Tochter Vanessa mit, nachdem ich ein paar Mal allein dort gewesen war. Und sie hat es nicht bereut. Vor gut 6 Monaten hat sie sich taufen lassen. Seit ihrer Taufe sind ihre Freunde richtig neugierig geworden. Einer hat sich vor kurzem ebenfalls taufen lassen. Sie kann andere wirklich begeistern. Gestern Abend habe ich meine Frau zur Kirche eingeladen. Und tatsächlich kam sie heute Morgen zur Abendmahlsversammlung mit, was richtig schön war. Linda hat auch ein festes Zeugnis. Es wurde nur die letzten 10 Jahre etwas vernachlässigt. Jetzt, wo sie langsam wieder zur Kirche kommt, ist es unsere Aufgabe, ihr zu helfen, wieder ganz aktiv zu werden. Es gibt Menschen, die Hilfe brauchen. Genauso wie die Vögel hier meine Hilfe brauchen. Man gibt sie nicht einfach auf, nur weil sie sich verletzt haben. Wissen Sie, Menschen sind genauso. Sie brauchen diese Hilfe. Und wir müssen ständig mit ihnen arbeiten. Ein Einzelner kann vieles in Ordnung bringen. Es ist wie mit einem Kieselstein, den man ins Wasser wirft. Er zieht immer weitere Kreise. So sollen auch wir uns denen gegenüber verhalten, die der Kirche nicht angehören und Leuten, die sich dafür interessieren. Wir sollen es ebenso machen, denn wenn wir einem was erzählen, hören auch andere davon. Dazu hat Christus uns aufgefordert. Ich freue mich, wenn ich weiß, dass ich das mache, was Christus von mir erwartet.